Ich möchte gerne mal ein einziges Audio einem bestimmten Aspekt widmen, der zentral ist für unser Wohlbefinden, der zentral ist für die Heilung generell und im Speziellen für die Traumaheilung. Das ist etwas, was Menschen vor allem mit frühen Verletzungen ausblenden mussten und wo gar nicht klar ist, dass darin sehr viel liegt oder wie viel da eigentlich drin liegt. Und das ist auch gleichzeitig etwas, was in der spirituellen Szene wie eine Art Hindernis betrachtet wird. Und je nach Ebene, von der man schaut und wo man ist, ist es auch tatsächlich so. Und worum es geht, ist handeln, tun, gestalten. So, das ist etwas, was irgendwie ja normal wirkt oder vielleicht sogar offensichtlich, da müssen wir eigentlich nicht drüber reden. Aber für Menschen mit frühen Verletzungen ist es halt nicht so. Die kämpfen ums Überleben, die rackern sich den ganzen Tag ab, um ihr Problem, um ihr Leiden zu lösen. Quasi das, die gesamte oder fast die gesamte Energie, die Lebensenergie geht für den Versuch drauf, sich zu regulieren, mit der Welt in Verbindung zu kommen. Aber es kommt nicht zu einer Lösung. Und das Kuriose ist, dass das oder die Ebene, wo drin die Lösung eben zu finden wäre, dass an dieser Stelle eben nicht gehandelt wird. Und das muss auch so sein, weil das ist genau das Abbild der Kindheit, wo es ja keine Lösung durch Handeln gab. Und es ist auch teilweise dann quasi kognitiv so verschaltet, manchmal gar nicht bewusst, einfach unbewusst, dass es für das, worunter ich leide, keine Lösung gibt und dass es keinen Sinn macht, etwas zu probieren oder sogar zu riskieren oder überhaupt zu gestalten. Das ist also einerseits ganz weit oben so angelegt, andererseits ist es ursächlich natürlich in der Tiefe als Gefühl verankert. Es gibt keinen Ausweg. Egal was ich tue, es führt zu nichts, weil es in der Kindheit so war. Aber heute als Erwachsener stimmt das alles nicht mehr. Es stimmt weder das Gefühl, was von unten hochgeschwemmt wird, noch die kognitive Verschaltung dazu, wenn sie dann bewusst ist. Das ganze Programm als Ganzes stimmt nicht. Und es ist wichtig, das zu hören. Ja, also das, worunter du leidest, solange wir von Leiden reden, ich meine jetzt nicht von Schmerzen, sondern dieses Leiden, dieses qualvolle Leiden, was nur da ist in Form von ungelösten Kindheitskonflikten. Das ist das massive Leiden, was als massives Leiden erlebt wird. Es sind nicht schmerzhafte Erfahrungen oder Umstände, die ich als Erwachsener erlebe. Das ist kein Leiden. Leiden ist immer die Ausweglosigkeit oder Eindrücke von Ausweglosigkeit, die aus der Kindheit im System festhängen. Und hier muss man wirklich hören, von außen erstmal, dass du dieses Leiden, was du vielleicht mitgenommen hast aus der Kindheit, dass du das durch Handeln überwinden kannst. Nicht nur kannst, sondern dass das auch der Weg ist, dass das wirklich dran ist. Nochmal, das, worunter du leidest, wo es scheinbar keinen Ausweg gibt, wo du dich von morgens bis abends mit beschäftigst, wo du ja scheinbar den ganzen Tag aktiv was tust, um da rauszukommen. Dieses Leiden lässt sich durch Handeln überwinden. Und zwar nur durch Handeln. Das ist ganz wichtig. Diese Dinge lassen sich nicht überwinden, indem ich darüber alleine meditiere. Oder indem ich mich damit beschäftige alleine. Sondern die lassen sich überwinden durch Handeln. Und Handeln an dieser Stelle heißt immer, dass das, worunter ich leide, beleuchtet wird, dass das gehört und gesehen wird. Zum Beispiel durch Mitteilen zu einem anderen Menschen. Und dann eben durch Änderung der Umstände. Und Änderung der Umstände hat immer was damit zu tun, dass ich beginne, Beziehungen zu gestalten, aktiv. Und das hat immer was damit zu tun, dass ich
beginne, Dinge von mir fernzuhalten, die mir nicht gut tun, und Dinge anstrebe, die meine Bedürfnisse befriedigen. Das heißt, das, was ich möchte, nachdem ich mich sehne, da beginne ich aktiv, das zu herzustellen oder nachzufragen. Und das, was mir nicht gut tut, das beginne ich aktiv von mir fernzuhalten. Und damit hört diese Ohnmacht auf. Und an der Stelle ist Handeln zwingend notwendig. Das ganze Nervensystem signalisiert einem, dass das nicht geht oder dass das sinnlos ist, langweilig etc. Das will da nicht hin, weil es da als Kind keine Lösung gab. Aber heute muss ich handeln. Ich muss etwas Neues machen, weil ich sonst nicht rauskomme. Und das hat immer was mit Tun zu tun. Aktiv tun. Und jemand, der jetzt da drin hängt, das ist dann so, das kommt in der Regel erst gar nicht an. Also wenn ich das sage, dass es um Gestalten geht, das ist zwar ein Klang, den das System hört, aber die tiefen Schichten vom Nervensystem, die verstehen das überhaupt nicht am Anfang, dass ich da wirklich was ändern kann. Und das muss man hören. Das muss man von außen hören, dass es ums Tun geht. Und wenn ich tue, wenn ich aktiv handle, zielorientiert, dann kann ich mich nicht gleichzeitig ohnmächtig fühlen. Und Ohnmacht ist immer Traumazustand. Solange ich im Handeln und im Kommunizieren bin, kann das System nicht in Ohnmachtszustände fallen. Und am Anfang ist es sogar so, dass es nicht mal eine Rolle spielt, was man genau macht, sondern da reicht es, überhaupt irgendwas zu machen, um die schlimmen Zustände zu beenden. Das heißt, mitten in der Aktivierung oder mitten in der Abschaltung, wenn ich es schaffe, mich da zu erinnern, dass es darum geht, etwas zu tun, bin ich schon raus. Nur diese Erinnerung. Aha, wie war das nochmal? Mitten in der Hölle, Moment, ich muss anfangen, was zu tun. Das ist wie so ein Kohl, wie so ein Lichtstrahl, der da reingeht. Und damit ist das Kindheitsmuster schon zu einem großen Teil entmachtet. Mit dieser Erinnerung, mit diesem Klarwerden, ich kann ja was tun. Ich kann nach anderen Auswegen suchen. Deswegen ist das so wichtig, dass man darauf besteht, auf diesem Vorgang, dass man immer wieder sich klar macht, es geht um Dinge zu gestalten. Heute als Erwachsener gestalte ich mein Leben. Ich mache das als ich, als nicht erleuchtetes Ich. Ich will mich wohlfühlen. Ich will nämlich nicht leiden. Und wenn ich nicht leiden will, dann erschaffe ich Umstände, die für mich gut sind. Und wenn ich gar nicht weiß, was ich brauche, dann muss ich experimentieren. Dann mache ich einfach was und gucke, wie sich's anfühlt. Aber das Schlimmste ist, für so ein Nervensystem nichts zu machen, passiv zu sein. Das führt immer weiter in den Traumastrudel rein, weil das ist ja das, was passiert ist früher als Kind. Es gab keinen Ausweg, es ging nur noch in die Passivität. Und da muss ich heute aktiv dagegen anarbeiten. Und das ist so stabilisierend, das fühlt sich so gut an. Wenn man beginnt zu begreifen, dass man alles gestalten kann, wirklich alles. Also allein wenn du das jetzt schon hörst, vielleicht ändert sich dadurch schon was. Ja, einfach dieses, es stimmt einfach nicht, dass ich ohnmächtig da ausgeliefert bin. Vielleicht weiß ich nicht genau, in welche Richtung ich handeln muss. Aber alleine sich daran zu erinnern, dass Handlung möglich ist, aktives Tun, aktives Gestalten, dass das schön ist und dass das zu einem Ergebnis führt. Und wenn nur einmal ich aktiv etwas Neues mache und es kommt zu einem schönen Zustand, ist schon was Neues in das Nervensystem reingekommen. Und dann geht es immer weiter zu machen, immer weiter an dieser Stelle. Und dann wird klar, dass ich nicht nur ein bisschen handeln kann, sondern dass ich wirklich ganz viel gestalten kann. Also nicht nur ein bisschen, sondern ich kann richtig die Dinge sich entfalten lassen, wie ich mir das wünsche, auch über den individuellen Rahmen hinaus. Wir sind keine passiven, hilflosen Arbeitsmaschinen, die Steuern zahlen müssen. In uns liegt ein immenses kreatives Potenzial, das wir komplett freilegen können. Und dann kann man uns auch nicht mehr manipulieren. Dann ist es vorbei. So, und wenn wir das begriffen haben,
In welchem Ausmaß wir Dinge erschaffen können, das ist uns überhaupt nicht klar, nicht annähernd über unsere Kraft und Gestaltungsmöglichkeit. Wenn das mal komplett freigeschaltet ist, solche Menschen kann man nicht mehr aufhalten, die kann man nicht mehr bremsen. Die lassen sich nicht mehr einfügen in irgendwelche Systeme, wo sie zu gehorchen haben. Und daran muss man sich gewöhnen, ja, an diese Kraft, die uns da eigentlich innewohnt. Und auf der anderen Seite, wenn ich das verspiritualisiere, dann wird es eben problematisch. Dann sage ich halt, okay, ich bin in der Erstarrung, in der Ohnmacht und ich bin dann damit. So, dann wird das, was im Nervensystem als Trauma quasi zirkuliert, wird dadurch noch verstärkt. Aber von dieser Ebene ist es tatsächlich so. Ja, wenn ich da handle, ist ein Ich da. Sobald jemand handelt, ist ein Ich da, ein Weg, ein Anfang, ein Ergebnis, dann ist die ganze Spaltung da. Das ist auch so von der Ebene. Nur das nützt jemandem, der traumatisiert ist, nichts. Der muss erst begreifen, dass er handeln kann. Und dann kann er das erst loslassen. Jemand, der traumatisiert ist, der kann nicht von einem Ohnmachtszustand in Nichtanhaftung und Nichthandeln rein. Das geht nicht. Da ist was, fehlt was. Fehlt ein Schritt. Weil dieses Nichthandeln bedeutet ja nicht, dass nichts passiert, sondern das bedeutet, dass die Energie frei fließen kann, ich mich dabei nicht mehr mit identifiziere. Das heißt, der Körper handelt schon, es passieren Dinge, aber die passieren dann automatisch, weil die Energie nicht blockiert ist. Ich bin dann zwar damit nicht mehr identifiziert, aber passieren tut trotzdem was. Jemand, der traumatisiert ist, bei dem ist die Energie massivst blockiert, der kann nicht sagen, ich handle nicht, da ist niemand, weil dann staut's. Und dann kommt er aus diesem Stau nicht raus. Also ich muss erst die Energie freilegen und das geht durch Stärkung des Ichs, meinetwegen nennen wir es Stärkung des Egos, durch aktives Handeln, durch Gestalten und dann kann ich diesen ganzen Vorgang langsam auch wieder loslassen und sehen, dass ich damit eigentlich gar nichts zu tun habe. Nur vorher sitze ich in der Falle. Vorher geht das nicht. Also ich muss erst in meine ganze Kraft kommen, alles gestalten zu können. Und dann kann ich das als Vorgang, mit dem ich irgendwas zu tun habe, auch wieder loslassen.